Mein Name ist Ralf Reinhardt, ich bin Landrat von Ostprignitz-Ruppin und das ist unser Landkreis. Der Landkreis Ostprignitz-Ruppin befindet sich im Nordwesten des Bundeslandes Brandenburg. Die Lage direkt an der A24 Berlin-Hamburg ist ein starkes Kriterium bei Standortentscheidungen von Unternehmen. Im Herzen Nordostdeutschlands. OPR steht für Ostprignitz-Ruppin. Ein Standort, an dem sich viele Unternehmen zu Hause fühlen, wie die Firma Huch. Seit 1928 produziert das Familienunternehmen Huch im brandenburgischen Neuruppin langlebige und qualitativ hochwertige Behälter aus Stahl für die unterschiedlichsten Anwendungsbereiche. Wir sind ein Neuruppiner Familienunternehmen, das hier am Standort mittlerweile in der dritten Generation produziert. Und die vierte steht auch schon in den Startlöchern. Faszinierend Neustadt-Dosse. Um Pferdestärken dreht sich hier alles. Das Haupt- und Landgestüt ist hier in der Stadt der Pferde zu Hause. Die Pferde gehören zu den wertvollsten und erfolgreichsten in Europa. Von den Pferdestärken der Neustädter Pferde zu ganz anderen PS. Die Höfermann Transport Systeme GmbH. Ein Pionier, der viel investiert. Neue Schweißanlagen und Fügevorrichtungen für Anhängerfahrgestelle sowie spezielle Baugruppenpositionierer für die Höfermann Standardanhänger. Die beste Voraussetzung für die Montage der Höfermann-Anhänger. Vom Stahlbau bis zur Lackierung werden die Anhänger hier zu 100% made in Germany gefertigt. Höfermann setzt Pferdestärken in Technologie um. Neustadt ist für uns der ideale Standort in zentraler Lage mit 20 Jahren Erfahrung. Einheimische Rohstoffe nutzen. Das wird bei Chronotex ganz groß geschrieben. Die Firma Chronotex produziert seit ihrer Gründung 1992 mitteldichte Faserplatten, kurz MDF genannt. Jährlich erzielte Leistungszuwächse von über 50% sind die absolute Ausnahme in der Branche und machen das Unternehmen zu einem der weltweit größten Laminat-Fußbodenhersteller. Es gibt farbiges Kunststoffgranulat, von dem bereits ein Körnchen ausreicht, um aus 99 farblosen Körnchen Plastik in leuchtender Farbe herzustellen. Sie fragen sich, wofür? Was hier produziert wird, kennen und nutzen sie alle. Mülltonnen. Ein Großteil der Mülltonnen in Deutschland stammt aus dem Esewerk in Neuruppin, einem der größten in Europa. Tonnen von Ese werden in die ganze Welt exportiert. In diesem Windrad befindet sich ein Antriebsteil aus dem Hause Reo. Seit über 80 Jahren steht der Name Reo Electronic AG in Küritz für Kompetenz und Qualität in der Elektroindustrie. Hier werden Bauteile speziell für den Bereich der erneuerbaren Energien entwickelt und gefertigt. Wo immer im Maschinenbau Zuführeinrichtungen gesteuert werden müssen, kommen die bewährten Reofit-Produkte zum Einsatz. Thema Sonne, Holz und Umweltschutz. Die Firma Opitz Solar produziert als Schwesterfirma der Opitz Holzbau GmbH und Co. KG am selben Standort solarthermische Kollektorensysteme wie diesen. Kernkompetenz des Unternehmens ist der industrielle Holzbau. Dachkonstruktionen, Holztafelbau und Mischbauweisen für alle Anwendungen. Wir sind stolz darauf, zum zweiten Mal in Folge zu den 100 innovativsten deutschen mittelständischen Unternehmen zu gehören. Der Standort Neuruppin hat es uns ermöglicht, hier die modernste und größte Dachstuhlfabrik Europas zu errichten. Bleiben wir beim Thema Umweltschutz. Was hier ankommt, ist ein Jetcar. Lautlos durchs Ruppiner Land saust der Jetcar Elektro und ist hier allen bekannt. Auf der Solar Mobility in Berlin im Februar 2010 wurde der Jetcar erstmals vorgestellt. Zum Thema Gesundheit, Tradition und Moderne. Gelebt in den Ruppiner Kliniken, einem Unternehmen mit über 110-jähriger Geschichte.
Heute sind die Ruppiner Kliniken der größte Arbeitgeber der Region. Schwerpunkt Krankenhaus, Lehrkrankenhaus der Charité und zu 100% kommunal. Das Unternehmen ist mit modernster Medizintechnik ausgestattet. Es deckt sowohl die stationäre als auch die ambulante Gesundheitsversorgung im Landkreis OPR ab. Was hier geleistet wird, ist eine ganzheitliche, aufeinander abgestimmte Patientenbehandlung. Wenn Landrat Ralf Reinhardt in der Prinzenstadt Rheinsberg Eis verkauft, hat das einen sehr guten Grund. Dieses Eis wurde für Individualisten entwickelt. Das hätte auch Friedrich dem Großen gefallen. Die kleinste Eisfabrik der Welt setzt auf reine Zutaten aus der Natur. Die Eiszauberei gibt es bereits über 70 Mal in Deutschland und weit über 100 Mal in der ganzen Welt. Vielseitig und spannend. Das ist der Landkreis Ostprignitz-Ruppin. Wirtschaftlich innovativ und landschaftlich reizvoll. Es lohnt sich, hierher zu kommen und zu bleiben. Ich heiße Sie hier in Ostprignitz-Ruppin ganz herzlich willkommen.